Willkommen zurück bei Lego Star Wars The Force Awakens und es gebührt unserem lieben Fritz der Sonderpreis für Fleiß. Wie viele Stunden deines Lebens hast du in dieses Spiel reingebuttert in den letzten Ach, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe ein paar von den Steinen eingesammelt. Warte, lass mich mal kurz. Sehen wir das irgendwo? Irgendwo ist doch eine Anzeige für. Wir haben jetzt 92 von den goldenen Steinen. Ja, und sauber. Das ging überraschend schnell. Und vor allen Dingen, was auch ganz cool war, ich habe auch ein paar Dings gesammelt, ein paar von diesen Carbonitplatten. Wir hatten ja nur eine davon gehabt. Dann. Da können wir uns jetzt hier. Guck mal, ich muss nur den richtigen Raum finden. Ein Raumhafen. da gibt es irgendwo ein Zimmer, wo man die auftauen lassen kann. Und da sind legendäre Charaktere drin. Dass wir alle erwischt haben. Also welche aus den alten Filmen. Mhm. Deren Skins quasi. Ich glaube, hier ist es. Ja, hier ist es. Kann ich mir die hier auftauen lassen? Jetzt kann man hier die wählen. Zack. Und dann werden die da drin aufgetaut. Also wir haben jetzt Zugriff auf alle Story-Bonus-Missionen, bis auf die allerletzte. Weil für die braucht man 249... Padme. 249 goldene Steine. Und irgendwie hatte ich dann doch nicht so Bock drauf. Wo ich muss gestehen, ich hätte es sogar gemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass man, also wenn man alle Steine einfach so bekommen könnte, wenn man sie einfach irgendwie findet oder durch so Mini-Missionen, weil auf dem Planeten sind noch massenhaft kleine Missionen versteckt. Ja. Aber das geht nicht, weil es gibt, sind einfach irgendwo versteckt, also irgendwo verbuddelt oder so. Mhm. Und da irgendwo einen übersehen und dann irgendwie 5 Wochen zu brauchen, um den zu finden, nee, danke. Keinen Bock drauf gehabt. Aber die, also ich war total überrascht, wir machen auch noch eine kleine Bonusfolge mit dem ganzen Krempel, den ich so gefunden habe. Es gibt so viel Zeug noch in dem Spiel. Also so viele kleine, niedliche Sachen. Und ich habe wahrscheinlich nur ein Viertel, ein Sechstel, ein Achtel davon vielleicht entdeckt. Ich war total überrascht, wie viele kleine Details danach noch drin steckt. Das ist bekloppt. Also es ist echt krass. Schau mal, Luke. Luke von Episode 4. Vorm Autounfall. Ja. Die Figur noch nicht so eingedatscht. Auf jeden Fall können wir jetzt, nee, warte mal, Karte anzeigen. Wir können ins All und wir können Missionen machen. Wir ja, haben dann jetzt, lass doch mal die ich nächste. Ich glaube, wir haben hier die. Der rote Räuber. Das kommt mir nicht bekannt vor. Starten wir das mal. 38% haben wir jetzt. Ja. Das ist, glaube ich, mehr als je zuvor. Ist das vielleicht was mit C3PO? Mit dem Arm? Das kann sein, ja, das kann sein. Es soll ja, irgendwo sollen wir ja rausfinden, wo er seine Arme hat. Arm ab, quasi. Und vielleicht erfahren wir das hier. Don Itano. Karmesinrote Korsar. Der von mir ja schon mehrfach erwähnte tolle Twitter-Account Glum George Lucas, also da tut halt einer mal so, als wäre er halt George Lucas, der sich total freut, dass er Star Wars verkauft hat an Disney, weil er jetzt endlich alles kaputt kritisieren kann, schreibt halt, er hat jetzt endlich den Verkauf mit Disney komplett abgewickelt, was aber hauptsächlich daran lag, dass er Disney gezwungen hat, alle Vertragsdokumente in dramatischer gelber Schrift durch den Weltall fliegen zu lassen. Ja, sein Bazi. Ui, was ist das? Stimmt, das Raumschiff von C3PO. Ganz vergoldet. Oh, das sieht aus wie die eine Station aus Jedi Knight 2. Stimmt, am Anfang da, ne? Wo ist er denn? Dann... Anno. Protoss-Tuvenashi. Der Boss sagt, lass das Triebwerk laufen. Weil der Geburtstagskuchen nicht an war, oder was ist das? Wie macht Jai mit mir? Ohne ihn wird mein Job ein kleines bisschen leichter.
Siehst du das Schiff, Chef? Taylor, Sprinza. Hervorragend. Du, warst der Nicho? Natürlich kannst du. Du bist der Boss. Ich darf es zuerst probieren, was? Natürlich, Bro. Aber wenn es da Fußpedale gibt, musst du sie selbst bedienen. Oh. Los, wir borgen uns ein Schiff. Ich nehm Shakespeare, oder? Ja. Je mehr wir das Schiff sichern, desto eher werden wir bezahlen. Oh, ich mag Geld. Ganz, ganz viel Geld. Ihr schleicht uns also von hinten heran. Das sehe ja zu, aber. Der Boss meint, wir sollten besser Lichtjahre entfernt sein, wenn diese Hohlköpfe merken, dass wir sie in ihren Besitz gebracht haben. Ja, Boss. Die erste Ordnung ist ziemlich nachtragend. Um nicht zu sagen, nachstellen. Ja, also ich kenne ihn nicht. Meinst du, dass der, also weil der so eine Maske oder so einen Helm trägt, dass der nur eine Geheimidentität von irgendeinem Bekannten ist? Der Rote? Ja. Ist das ein Helm? Weiß ich nicht, sieht ein bisschen so aus. Ich dachte, der sieht so aus. Ich dachte, der soll so. Haben wir jemanden mit der Macht dabei? Nee, haben wir nicht, ne? Nee wäre ein bisschen komisch. Wenn bei denen jetzt einer mit der Macht dabei wäre. Die haben aber alles. Hat einer, hast du einen Flammenwerfer oder so? Warte mal, hat der vielleicht einen Flammenwerfer? Boah, was ist da los? Aber, jetzt geht's aber rund hier. Ja, das schmilzt das schon, oder? Oh, warte mal, dann habe ich aber... Dann ist hier hinten noch was. Au! Tanz, Baby! Halt, das kann ich machen. Ein Mini-Kit-Teil. Wieder noch gemacht? Mehr Radau. Oh, der hat einen Schirm. Warte mal, ich kann hier ein Mini-Kit-Teil bauen. Schieß doch mal den Sturmtruppel ab. Will nicht hetzen, aber hey. Aber hey. Das kann nur Kylo Ren machen. Ja, oder ein Machtbegabt. Ich habe ja jetzt in der Pause so viele Figuren noch freigekauft, aber die kann man ja jetzt alle erstmal nicht benutzen. Mhm. Erst wenn man einmal durch ist. Mein Gott, was es alles für Figuren gibt. Das ist ja das ist der Wahnsinn. Also auch alle aus den alten Sachen. Irrsinn. Du, ich habe bei den meisten nicht mal eine Ahnung, wo die herkommen. Also so abgedrehte Figuren. Teilweise auch die aus den frühen Staffeln Lindenstraße. Und sie haben ja alle, also was heißt alle, aber viele können dann Fraktionsmissionen annehmen. Und auf jedem von diesen Open-World-Umgebungen gibt es dann nochmal so Fraktionsmissionen. Also manchmal muss man auf dem Planeten Aufgaben machen. Bevor wir uns um unseren Kopf und Kragen sorgen. Versuch mal ranzuziehen. Ich glaube, so geht es nicht. Wir müssen erst das andere bauen. Ja. So Missionen auf dem Planeten, man muss mal welche Sachen suchen oder so ein Zeug. Und dann gibt es aber auch immer wieder Kampfmissionen, wo man fliegt, also wo man woanders hinfliegt und da dann, was mache ich jetzt? Aber ich ziehe es auf. Da hast du dann halt Luftkämpfe, also auch ganz cool. Und dann gibt es Rennen. Und davon auch zig Varianten. Also es ist so vollgepackt noch mit Zusatzzeug. Und alle Missionen nochmal mit einer Texteinleitung und Abschluss. Also bei allem erzählen sie nochmal was. Echt krass. Glam George Lucas hat dann auch geschrieben, er hat Disney nochmal vorgeschlagen, die Prequels zu ändern in der Prequel Special Edition. Und diesmal ist seine größte Änderung, dass in jeder der späteren Raumkampfszenen Anakin die Dialogzeile "Now that's pod racing" in den Mund gelegt kriegt. Und der Running Gag ist auch immer dieses, dass er überall noch so einen Handelsdisput reinschreiben will. Die Abdeckung ist noch dran. Willst du die Ehre haben? Ja, weil das waren ja die Highlights. Ja. Gott, was da gehandelsdisputiert wurde. Oh. Mit welchem Präzisionswerkzeug möchtest du den Schildgenerator denn deaktivieren? Ich dachte an eine Bombe. So kunstvoll geführt wie das Skalpell eines Chirurgen, nicht wahr? Warte mal, hier steht. Charaktere mit Thermaldetonatoren. Es scheint mir fast, als habe der Generator mehr als nur diesen Schild versorgt. Diesen Gedanken hatte ich auch gerade, Boss. Dann ist die sanfte Methode nun wohl leider vom Tisch. Das macht nichts. Ich mochte die Schießmethode sowieso immer lieber. Was hat das mit den Viechern hier auf sich? Warum
Dann können wir die bauen. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt ist es. Okay. Aber die sagen dir nichts, oder? Die ganzen Figuren? Nö. Die jetzt hier in der Mission dabei sind? Nö. Also es gibt wohl auch noch eine Mission, wo es um diesen Orden geht, der die Karte hatte. Also das kommt auch noch irgendwie. Und es könnte auch noch eine Luftkampfmission irgendwie dabei sein. Mhm. Zwei bis hier, hatten wir bis jetzt, oder? Zwei Missionen von diesen Bonusmissionen. Wir haben Loas Attacker und Akbar gemacht, genau, oder? Genau, das ist jetzt die dritte und fünf sind es, glaube ich. Oder sind es sechs? Das ist vielleicht sogar sechs. Ach nee, sechs sind es, genau. Die Starkiller Base zerstören. Das ist das, was wir nicht zeigen können. Okay. Den Teil machst du dann. Ja, meint. Kommen dann in zwei Jahren wieder. Ach, hier hinten ist was für Macht. Macht haben wir nix. X macht nix. Von nix kommt Macht. Wer schießt denn da schon wieder? Die Bösen. Die Weißen. So, irgendwie die Besten beim Zielen, oder? So, hat gesessen. Dann kannst du das, ich wollte gerade fragen, ob du das mit Thermaldetonatoren kaputt machen kannst, aber es geht auch so. Ah, nee, aber schau mal, hier oben, das kannst du kaputt machen. Mit dem da. Shakespeare Wing Chown. Wing it! Wie er geguckt hat. Der kann sich ziehen. Er so Enterhaken. Chef. Sidon Itano. Unbedingt merken, der wird nochmal ganz groß. Ein ganz großer. Ja, wer weiß. Am Ende sitzt man irgendwie in drei Jahren im Kino und das ist so ein Prequel, Spin-off-Dings. Diese ganze Kopfform von dem erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Der Feuerwehrmann vielleicht. Nee, an irgendwas anderes. Ach doch. Kennst du diese Mischung aus Realfilm und Animationsfilm, der heißt... irgendwie Hauptfigur heißt Nikopol. Heißt der Film nicht Nikopol dann auch? Nee, der heißt anders. Das kann der auch hier, guck mal. Scheiße, wie heißt der? Ich glaube, es ist so nach so einem französischen Comic oder sowas. Nee, ist in Farbe. Da spielt der Dings die Hauptrolle. Oh, wie heißt. Oh, verdammte Namen, ey! Furchtbar. Mist. Ich glaube, ich hätte hier rangemusst. Mein Handy hier irgendwo. Während du da fleißig bist, ich kann ja hier nichts machen, guck ich mal kurz nach, wie das Ding heißt. Und da gibt es nämlich ein Monster und das sieht sehr, sehr ähnlich. Ähnlich gemachtes Monster. Jetzt habe ich hier so eine Ampel gebaut. Ah. Der Film heißt Immortal, New York 2095, die Rückkehr der Götter. Animationsfilm von 2005. Musst du doch rüber kraxeln. Da gibt's so einen, der so einen Helm hat. Das ist so ein genmanipulierter Kopfgeldjäger. Weiß ich nicht, ob man es als Kopfgeldjäger bezeichnen kann. Das ist so eine Art Haifisch, so ein Hammerhai, der quasi zur Jagd benutzt wird. Der hat aber auch. Eine richtige Persona, also es ist nicht nur ein Tier. Glaube ich zumindest, wenn ich mich daran erinnert habe. Klingt wie Yvonne Cutter. Hä, was ist denn da los? Ich glaube, du musst einfach nur einmal tippen. Sagen sie beim Lottoschein auch immer. Gewinnt man trotzdem nicht. Das musst du hier. Das ist die geile Ampel da. Die habe ich gebaut, dass da die Roboter durchkommen. Schau mal, du kannst schau mal, hier der da hinten. Das ist ja süß. Im Schirm, ja. Ah, ich glaube, da hinten hing schon mal du kannst eine. Hier, glaube ich, dran zerren irgendwie. Immer soll ich zerren. Zerr. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ach genau, und Thomas Kretschmann spielt da die Hauptfigur. Mit so einer anderen Frau noch zusammen. Oh. Oh. Den sehe ich ja eigentlich so ganz gern als Schauspieler. Aber die Stimme von ihm finde ich furchtbar. Ich mag seine Stimme überhaupt nicht. Ist also ganz, ganz schlimm. Deshalb war auch die deutsche Synchro von Ghost so furchtbar. Also nicht Nachricht von Sam, sondern das Call of Duty Ghost. Wer ist denn von uns klein genug? Kann der da vielleicht durch? Nee. Der auch? Huh? Oh, das war aber eng bemessen. Schau mal, das ist ein Dino. Den hau ich nicht kaputt.
Doch, schau mal, da hinten kannst du die Dings kaputt machen, die, diese Halterung. Siehst du das mit dem, mit den Granaten? Oder einfach das ganze Ding. Ja, siehst du. Ah. Passt doch. Oder sah dieser, Balken sah beim, ey, irgendwie komme ich da immer nicht rüber. Sah jetzt auch runter, fiel so ein bisschen aus wie die Monster aus dem Avengers-Film. Diese riesengroßen fliegenden Viecher. Ja. Mann. Wahrnehmung. Was war denn das Geiles gerade? Aber ob das ganze Ding zerfällt. Geschicklichkeitsspiel. Bis jetzt erst, der hat ja ein Holzbein und einen keinen Schuh. Wie geil die runterspringen. Das üben die ganz schön lang. Wenn es hier nichts mehr wird, dann beim Ballett. Wie das aussieht, wenn die Figuren hier auf dem Licht von unten beleuchtet werden. Ach genau. Und mit den kleinen Dingern, wir haben doch lauter von diesen Mini-Kits auch noch gefunden. Ja. Nicht nur die Raumschiff-Kits, sondern auch die Mini-Kits. Und die sind wiederum die ganzen, kannst du bestimmt schmelzen. Ja, warte mal, die ganzen Fahrzeuge auf dem Planeten. So. Also da gibt es ja nicht nur die Gleiter, die ja dann auch halbwegs passen, sondern auch so Mini-Varianten vom X-Wing und so ein Zeug, wo die Figuren dann so drin sitzen, dass man sie quasi noch sieht, als wären sie so Kinderspielwagen. Ja. Ah, voll niedlich gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich so eins von den Spielen mal so lange danach noch gespielt habe, um zu sehen, was da so drin ist. Wenn man das irgendwie, keine Ahnung, Kindern checkt, so nach dem Motto, hier bist ein paar Wochen beschäftigt, weil Mami und Papi mal sich aussprechen müssen vor Gericht, bis die Scheidung durch ist, da ist das Kind dann aber auch beschäftigt. Wenn die dann durch sind, wir haben es geklärt. Wird, wer seid ihr? Ich bin gerade im Abi. Achso, warte mal, das ist jetzt silbern, das kann dann der Kleine mit den Granaten. Oh nein. Vielleicht ein bisschen bemühter werfen. Nicht wie so ein Michi bei dem Bundesjugendspiel. Du musst gar nicht zielen, ich glaube, er wirft das automatisch auch dahin. Schau mal, wenn du jetzt einen Kreis hast, dann... Boing. Sehr schön. Na dann, sage ich danke. Dankeschön und auf Wiedersehen. Kann man den verhauen? Weil der wehrt sich nicht. Will den nicht verhauen. Hau ihn nicht. Muss man gar nicht, Bob. Denn halt nicht. Suchter Pazifist und das bei einer Marke, die Star Wars heißt. Danke, Boss. Hast du gesehen? Der kommt mit. Der Trachter. Ach, schau mal, hier kann einer scannen. Kannst du scannen? Ach, schau mal, komm mal nach vorne, kannst du scannen. Kommst du vor, kannst du scannen. Nee, irgendwie geht's jetzt nicht. Wo war das? Dann, das hier kann man noch. Hast du den einen gesprengt, den wir brauchen? Der kann doch hier so Sprengsachen. Welche machen. Bombe nehmen wir? Völlig dumm. Geh doch alle hoch. Ach, wärst du so frei, Boss? Warte, Peter. Ah, jetzt geht's ja schon durch. Muss ich hier unten noch was scannen, oder? Sehr verbunden. Ah ja, stimmt. Schau mal, da ist da auch Gold. Du jetzt Moment. Rausschießen. Wo Gold ist, ist auch eine blaue Laserkanone von mir. Ein altes germanisches Sprichwort. Hm. Oh, hier brauchen wir Shakespeare. Shakespeare in Bombenlove. Oh. Warte, was denn jetzt auf? Warte mal, da kann ich sogar was bauen, was ich dann gleich aufziehen kann. Jetzt er wieder hier. Mein Gott, das ist ja Teamwork hoch 3. Das
bist ja dumm. Los. Haha. Ganz ohne Zweifel. Was ist der Wand, Chula? Du hast Hunger, Chef? Jetzt? Hey, Chula, warum ruft er los? Ich auch. Okay, dann halten wir unterwegs eben noch beim Vorhaben. Aber kein Eis. Du kleckerst immer alles voll und ich mach das nicht wieder sauber. Sieht ein bisschen aus wie Spaceballs. Mhm. Aber wofür haben die denn das Schiff jetzt geklaut? Ist im Film irgendwo eine Szene, wo die mit einem gekaperten Transporter... Ja, aber ist das nicht das, wo sie Admiral Akbar mit rausretten, was wir vorhin gespielt haben? Ja? Ja, ist das am Anfang? Ich dachte schon, dass sie... Stimmt, sie haben das... Stimmt, wo er sich so einreiht, ne? Ja. Ah! Ach, schau mal an, so ist das. Ist das so mal. Ist das. Schon wieder ein goldener Stein. Ja, irre! Dann dürften noch was, zwei Missionen in greifbarer Nähe sein und dann haben wir aber noch ein paar andere Sachen. Also schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Bis dann.